Deshalb habe ich Dietmar auf die Bühne gebeten, der Autor der Weltenlüge, um ein paar Worte darüber zu sprechen. Wir haben die Tränen von dem Mädchen erinnert an meine eigenen Tränen. Und wenn man so alt ist wie ich, dann hat man einfach schon viel erlebt. Auch das Unternehmertum oder lange Krankheit. Und diese Krankheit hat mir einfach dorthin geführt, dass man dann endlich auf die Suche geht. Das heißt, diesen kleinen Tod zu sterben und dann ohne Vorstellung auf die Suche zu gehen. Und es war eine Riesenarbeit. Also, ihr kennt es alle, ihr seid selber alle beim Video schauen, hier die Vorträge zu besuchen. Das waren ungefähr, sagen wir mal, 13.000 Videos, die man sich anschaut. Als Unternehmer hat man die Zeit dafür, als Unternehmensberater verdient man an einem Tag so viel Geld, dass man dann ganzes Monat nicht mehr arbeiten muss. Und das war wirklich so. Deshalb habe ich auch die Zeit gehabt, über 10 Jahre lang mich mit diesen ganzen Themen zu beschäftigen. Und wenn man dann in diese ganzen Welten, Lügen und Anführungszeichen, die ganzen Themen eintaucht, dann kommt man drauf, dass immer irgendwo es einen Haken gibt. Und man kommt eigentlich nirgendwo wirklich richtig zur Lösung. Und das war einfach die Beschäftigung mit der Weltenlüge. Und was das Spannende ist, wenn ich jetzt heute kurz über das Buch sprechen darf, dass wenn du diese ganzen Lügen durchgehst, dass du irgendwann auf den Punkt kommst, dass fast alles in der Welt in einer gewissen Weise auf einer Lüge basiert. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann ist man auch ganz vorsichtig bei Dingen, die einem auch als Lösung angeboten wird. Und das ist so wichtig, um dann wieder zu verifizieren, wieder zu dir selbst zu kommen, in dein Inneres zu schauen. Deshalb ist das Innere so wichtig, weil du brauchst das quasi als Referenzpunkt. Und ich war dann so weit, dass natürlich dann auch in die Ich-Bin-Ebene kommst, in die Seins-Ebene und da wieder ganz neue Erfahrungen machst und mit denen dann halt auch ganz anders wirken kannst. Und als Unternehmensberater bin ich so ein Fan von der Wirkung. Das heißt, mir geht es ums Wirksamsein. Und habe dann als vierten Teil ein Lösungsbuch auch mit dazu geschrieben, wo es um Lösungen geht, die einfach für mich extrem wirksam waren. Zum Beispiel, ich habe eine Erfahrung, wie lange habe ich Zeit, Alex? Fünf Minuten, okay. Also dann diese Erfahrung. Mein Bruder hat eine Methode gelernt, Emotionen zu lösen. Und die heißt Kleinsche Methode, vielleicht kennt sie jemand aus Österreich. Und ich habe ihm das angeboten, damals ist unser Bruder gestorben, er war todtraurig, ist dann zum Klein gefahren und er war der Zwillingsbruder und das war natürlich für ihn extrem eine harte Situation. Und ist dann aber zurückgekommen und hat gesagt, das hat geholfen. Das heißt, alleine dieses Emotionen lösen hat ihm so geholfen, dass er den tiefen Schmerz nicht mehr verspürt hat. Und hat sich dann als Masseur selber auch dann angeboten, diese Methode zu lernen. Und mittlerweile hat er das 15 Jahre lang gemacht und hat über 10.000 Menschen geheilt. Nur indem der quasi eine Emotion sucht über den Körper, diese Emotion, also den Körper fragt, ob er diese Emotion dann löschen kann, also die Emotion sucht, die für einen Schmerz oder für ein Thema verantwortlich ist. Den Körper fragt, ob er die Emotion dann löschen kann und dann sagt der Körper ja und dann löscht er das und der Mensch ist frei von diesem Schmerz oder was auch immer. Auf jeden Fall haben wir gesehen, wie wirkungsvoll das ist, das Thema Emotionen anzuschauen. Und dann bin ich selber auf die Suche gegangen, der war natürlich auch oft bei ihm. Und ich muss aber eben 80 Kilometer lang fahren, um dann wieder, also die Schmerzen von Sonnenbrand wegzubekommen oder die Knieschmerzen oder was auch immer oder die Depression. Und da habe ich gedacht, okay, ich brauche selber etwas, damit ich das selber lösen kann, von mir aus, damit ich nicht immer vom Außen abhängig bin. Und bin dann durch die Recherche auf den Herzofen gestoßen, der irgendwo im Internet vergraben war. Und habe das dann probiert, habe dann eine Emotion einmal gelöscht und habe dann gespürt, wie wirkungsvoll das ist. Und habe dann weitergetan.
hatte dann einen überbrannten, trockenen Mund. Ich brauchte was zu trinken. Ah. Und habe das dann ein Jahr lang betrieben. Und dann ist Folgendes passiert. Viele sprechen immer vom Loslassen. Und das Loslassen, bin ich draufgekommen, das ist keine Entscheidung, sondern das ist etwas, was passiert, wenn du viele Emotionen losgelassen hast. Also es war dann so, dass ich dann 200 Emotionen, weil du kannst mit dem Herz hoffen, jeden Tag eine Emotion löschen. Und nach einem Jahr kommt ein Freund zu mir und sagt, hallo Dietmar, wie geht's dir? Und ich habe keinen Zugang mehr gehabt, keine Idee davon, von dieser Frage. Also, das heißt, ich habe keine Emotion mehr gehabt dazu, wie es mir geht. So, ich habe dann ein bisschen nachdenken und also meine alte Erinnerung habe ich gesagt, ja danke, sehr gut. Das heißt, ich habe dann aber gemerkt, ich habe kein Urteil mehr. Das heißt, für mich haben sie die ganzen Urteile aufgelöst. Und habe dann mein Leben so beobachtet, wie spannend es ist, ohne diesen ganzen Gut-Schlecht-Theater quasi durchs Leben zu gehen. Und das war auf einmal so schön. Natürlich fangen mir alte Emotionen immer wieder ein und man ist nie dann ganz perfekt und so. Aber das ist das Wunder und das habe ich auch in dem Buch drinnen. Und das ist eine Methode, die dauert eine Minute. Und das ist das, damit bin ich fertig. Ich möchte diese Methode heute, für den das interessiert, einfach hinten am Tisch der Weltlüge kurz vorstellen. Ist eine kurze Information. Ihr könnt es euch dann ein Jahr lang damit spielen, aber ihr werdet sehen, was da für ein Wunder drinnen steckt. Und das ist eines der Wunder der Weltenlüge. Und in dem Sinne, ich kann es auf alle Fälle natürlich empfehlen, es zu lesen. Und Dankeschön für die Aufmerksamkeit.